Ich hab gar nichts gemacht. Einfach Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Mayday, Mayday. Was ist eigentlich mit Hungriger Hugo los? Der macht momentan extrem viel Content. Der bietet richtig, richtig viele Videos mit einem krassen Aufwand. Und das in ganz kurzer Zeit. Guten Tag, meine Damen und Herren, zum heutigen Club von... Ja, Deopro, aber du hast gerade eben wieder reingefallen. Ja, die Casinos haben auf. Ich hoffe, Sie haben genug Bargeld dabei. Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und einen guten Flug. Ihr Kapitän Mr. Long Dong Schwanz. Was ist das schon wieder? Oh Junge, 8.40 Uhr. Ich habe Herr White versucht zu erreichen, aber der Bart hat nicht zurückgeantwortet. Das B-Wort gehört ja nicht her, wir benutzen offiziell. I'm headed straight for the floor. Des einen Glück ist des anderen Leid, ist das Sprichwort. Was werden wir jetzt gleich zu hören bekommen? 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Kann man sich... Okay. Ich bin 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Schade, ich dachte, er sagt jetzt diesen Spruch. Traurig. Yeet. Hat richtig viel Bock gemacht. Ey, was ist ein Yeet, Leute? Ich verstehe es nicht. Leute, sagt mir, erklärt mich jetzt mal auf, was ist denn dieses Yeet? Also was bedeutet das? Hat das einen Sinn? Eine Kratze? Das ist mir eigentlich zu viel Kuhn vor ihren Stream. Hey Laims, meine Katze ist heute Morgen gestorben. Dein Stream lenkt mich ab, danke dir. So ein Feini. Oh Alter, wie böse. Ey, das ist ja eine Frechheit. Oh Gott, Alter, das ist echt schwierig, Mann. Ich muss sagen, gerade was Katzen oder generell was Tiere angeht, Alter, ist immer so belastend, wenn man da so das Haustier verliert. Da kann auch schon mal so ein Tränchen vergossen werden, ne. Aber den Tag hatte ich ja schon das letzte Mal. Oh, hey Laims, meine Katze ist heute Morgen gestorben. Dein Stream lenkt mich ab, danke dir. Und der hat die Donation nicht gehört und streichelt jetzt die Katze und feiert die Katze jetzt dabei. Das ist natürlich sehr, sehr unpassend. Oh, das ist natürlich sehr, sehr unpassend. Aber ja, ey, ich finde das auch immer mega belastend. Ne, mir geht es da nicht anders. Ich bin da immer auch voll mit dem Herzen dabei. Ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, kann das komplett nachvollziehen. So ein Feini. Ich werde Deutschland repräsentieren. Okay. Links bin ich ja. Ey, will er mich verarschen? Oh Mann, ja! Ah, jawohl. Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland! Ja! Deutschland! Die war so widerlich, die Cola. Ich weiß noch ganz genau, die hat so widerlich geschmeckt. Schmeckt gut. Ja, das habe ich schon in Produktplatzierung. I found out my dog died and instead of spending money for his cremation, I thought I would give it to you for helping me get happy. Damn, man, that's awesome. Thanks for the 150. Hope you're having a great day. I got guns in my head. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Ey, was ist das, Alter? Oh Mann, das ist immer so hart, ne? Die werden ja auch einfach lebendig gekocht. Das ist schon asozial, das muss man schon sagen. Ich finde, das gehört sich auch nicht, dass Tiere lebendig gekocht werden. Mann, Mann, Mann. Der hat extra trainiert, ne? Und trotzdem ist er dann so zeitig noch umgekommen. Ich glaube, es wieder öffnen. Bist du Vegetarier? Nee. Das tut mir leid. Ich bin kein Vegetarier. Das ist ein Bier aufgemacht! Das ist ein Bier!
Bier quäler, ja, Mann. Stream Sniper macht heimlich ein Foto. Ey, aber stabil von dem, ne? Stabil, das ist eine sehr gute Reaktion übrigens. Einfach dann als Konter noch ein paar Bilder zu machen. Ja? Also muss ich sagen, befürworte ich die Aktion. Alter, eine derbe Schneeballschlacht, nice, Mann. Da waren Trimix und Hände zusammen. Ach so? Ich wusste gar nicht, dass sie so zusammen waren. Lisa Mo, ich grüß dich, Bruder. Moin. Moin, moin. Moin, moin, moin. Salam alaikum, meine Freunde. Lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr gehört. Ich bin, glaube ich, etwas aus der Übung. Altim, wie kommt man als Mädchen an dich ran, wenn du nur ein Junge wirst? Junge, wie kann man so seine Aggressionen nicht unter Kontrolle haben? Das verstehe ich nicht. Ich würde niemals irgendwas kaputt machen, nur weil man irgendein Spiel verliert. Ich habe noch nie auch nur irgendwas kaputt gemacht, wenn ich irgendwo verloren habe. Junge! Oh mein Gott, back to back den Schmutz, Alter. Nein, er hatte sie noch nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Ich Wer ist denn das? Das sah gerade aus wie ASMR Janina. Wer war denn das? Das ist doch ASMR Janina, oder? Macht die Twitch? Sag mal, macht denn die Twitch? Das ist ASMR Janina. Hat die im Hintergrund das, was... Ist das ihr Zimmer? Oder ist das von Pain das Zimmer? Weil der hat doch auch so einen Hintergrund. Das ist ein Fernsehsender. Oh, nee. Das Trash-Video ist mein Bein. Ey, wirklich. Ich glaube, da bist du bei Da Vinci besser aufgehoben. So, die Herren. Oh Mann, Mann, Mann. Die Versammlung ist illegal und hiermit aufgelöst. Treten Sie alle zur Seite. Nee, ich weiß aber nicht, was jetzt wirklich dieses Pokémon-Ding angeht oder sämtliche Karten ziehen. Es ist halt so, plötzlich macht jeder das, weil es bei irgendjemand anderes läuft. Als ob jeder von den Leuten, die dort Pokémon-Karten ziehen, wirklich großes Interesse haben an Pokémon. Die machen das doch einfach, um den Hype mitzunehmen. Einfach, um viele neue Zuschauer zu bekommen. Ach, das fing bei Logan Paul an, okay. Nee, ich weiß nichts Neues über Justin. Ja, der macht bald ein Video, wahrscheinlich. Aber eher ein Real Talk. Sehr gut, Reaper, sehr gut. Mein Papa ist, als ich 11 oder 12 war, an ALS erkrankt. Also ich weiß nicht, ob das hier was war. Alter, er sagt, dass sein Vater an ALS erkrankt ist und Knossi ruft Juhu einfach. An ALS erkrankt? Juhu. Also ich weiß nicht, ob das hier was war. Ich hab grad die Hand gewonnen, sorry. Junge, so starkes Timing einfach. Oh, ein Dachs. Waschbär. Oh mein Gott, ein Dachs wahrscheinlich. Oh nein, was? Oh mein Gott, Ehre. Oh. Stark, stark, stark. Oha. Alter. Ui. Nenne Internet-Pornoportale inklusive in der vollen Endung. Was? Ui. Was haben wir denn? Nenne Internet-Pornoportale. Ach, Pornoportale. Alle inklusive in der vollen Endung. Wer weiß eins? In der vollen. Wer weiß zwei? Wer weiß drei? Wer weiß vier? Wer weiß fünf? Elias für vier? .com. Viele sind alle richtig. Ja, seid ehrlich, wie viel würdet ihr kennen? Direkt. Wie viel würdet ihr kennen? 9. 3. Okay, ich glaube 5. Weil wir schon so eine komplette Richtung habt, ja? Wo das hinführt? 7? Alter, so viele, okay.
Also da bin ich auch komplett raus, ne? Das ist ja schon relativ viel. Baby, was kann's sein? Was kann's sein? Was kann's sein? Aber so neun, ah, Alter. Oh Mann! Jawohl, Marcel! Warum schreiben denn die Trompoli? Also, habt ihr das mal euch angeguckt? Scribble mit Montana Black? Ey, wirklich, Scribble mit Montana Black, das ist der, also da merkst du eigentlich wirklich, dass Monte in der Schule nicht einmal aufgepasst hat. Ich glaube, wirklich an Scribble merkst du, dass Monte der deutschen Sprache null mächtig ist und wirklich eine 6- in Deutsch auf jeden Fall kassiert hat und wahrscheinlich noch dazu geschwänzt hat. Oh, was war alles. Ich denn? Wo bist du? Ja, Trampolin. Er schreibt es zweimal rein. Ich bin so dumm, Digga. Ey, nein. Trampolin. Trampolin. Oh mein Gott. Ey, das ist zu langsam. So fährt. Was ist los bei dir? Hm, was, das ist doch scheiße. Es gibt zwei Optionen. Junge, zwei Optionen. Ein cleaner Schnitt durch den Hals. Dann habe ich noch ein bisschen Fleisch. Okay, hat das Ding keinen Bock drauf. Dann gebe ich dir einfach einen Kürbis und du rennst. Ey, Kumbus, was soll denn das jetzt heißen hier? Leute, ein wahrer Schalke-Fan fährt doch 300 Kilometer von Gelsenkirchen nach Frankfurt. In Deutsche Bank Park, nur um sein Team auf 2 Quadratmeter des Feldes durch den Zaunschwald anzuschauen. Auf geht's, Schalke, kämpfen und siegen! Tor für Frankfurt. Scheiße. Stark aber, ja. Sehr, sehr stark auf jeden Fall.